In diesem kleinen Video sehen wir uns die Staffelpreise in Wavi Profi 3 an. Hierzu habe ich einfach einen Artikel angelegt mit pinke M12er Schrauben. Okay, mit 100 mm. Der Stückpreis liegt bei 99 Cent. Jetzt gehen wir in die Staffelpreise und PVA, also PVA Preisverordnungsangaben hinein und geben dort die Menge ein. Also ich sage ab 10 Stück kostet Stück 0,97. Ab 50 Stück kostet halt, keine Ahnung, 91 Cent und ab 100 Stück kostet halt 85 Cent. Okay, einfach so Pi mal Daumen. Mit diesen Informationen kann man schon sehr, sehr viel anfangen. Speichern, ja. Wavi Profi 3 prüft, wenn der Bestand größer als 1000 ist, ob das so richtig ist. Also, er fragt, ist das so richtig, sagen wir hier ja. Warum fragt er? Ganz einfach, weil es in der Vergangenheit immer wieder vorkommt, dass viele, viele Benutzer in der Bestandsinformations-, also bei der Bestandseingabe, mit dem ERN-Code drüber scannen. Das bedeutet, plötzlich hat man 4 Millionen noch irgendwas Artikel da. Deswegen die Sicherheitsabfrage. Das Schöne in Wavi Profi 3 ist, dass sie sehr, sehr viele Informationen hinterlegen können. Aber auch zugleich diese hinterlegten Informationen nicht zwangsweise sofort aktiv sind. Das bedeutet, in den Systemeinstellungen unter Administration Systemeinstellungen finden Sie in der Teilkarte Verkauf Leistungsmerkmale hier Staffelpreise im Verkauf berücksichtigen. Da ist jetzt das Häkchen drin, das heißt ja. Ich nehme jetzt mal das Häkchen raus. Wenn wir unseren Artikel 7 nehmen und wir verkaufen jetzt 100 Stück, für die wir einen Staffelpreis hinterlegt haben, sollte eigentlich ein anderer Staffelpreis kommen, anstatt dem Standardpreis, den 99 Cent. Es kommt aber 99, weil wir gesagt haben, okay, Staffelpreise interessieren uns nicht. Machen wir das gleiche oder aktivieren wir jetzt diese Option. In den Systemeinstellungen, Verkauf, Leistungsmerkmale sagen wir, wir wollen die Staffelpreise haben. Wenn wir jetzt unsere Artikel Nummer 7 verkaufen, 100 Stück, haben wir jetzt anstatt 99 Cent 85 Cent. Also, Sie können in Wavi Profi generell hinterlegen Sie alles, was wichtig ist. Sie können es separat aktivieren oder deaktivieren. Und das Schöne ist es, wenn Ihnen morgen einfällt, Sie wollen nicht mehr mit Staffelpreisen arbeiten, dann ist es für Sie ein paar Klicks, dann haben Sie das in den Systemeinstellungen ausgeschaltet. Sie haben aber alle Informationen drin, damit Sie es übermorgen wieder einschalten können. Und schon ist die Sache vom Tisch. Das heißt, Sie können hier tatsächlich heute mit Staffelpreisen arbeiten und morgen ohne. Ja, coole Geschichte und relativ simpel. Ach ja, auch sehr schön, wenn Sie einen Doppelklick hier auf die Liste machen, kommt normalerweise eine Liste mit den hinterlegten Staffelpreisen. Machen wir jetzt einfach noch schnell. In den Systemeinstellungen können Sie dies und Sie ahnen es auch aktivieren oder deaktivieren. Und zwar finden Sie das bei Verhalten und Optik hier. Doppelklick, wo ist es denn? Da, Sonderpreise anzeigen bei Doppelklick auf Artikel. Okay, wenn ich das aktiviere und mache jetzt einen Doppelklick hier drauf, dann sehen wir hier die hinterlegten Staffelpreise und könnten dann gegebenenfalls sagen, pass mal auf, das gefällt mir nicht, ich mache hier einen anderen Preis und zwar ich übernehme die Preisliste 2 und sage Verkaufspreis übernehmen. Und schon ist der Verkaufspreis 2, also dieser Staffelpreis 2 drin und Sie können jetzt den Verkauf abschließen. Also so easy ist es mit den Staffelpreisen in Wavi Profi 3.